Nein, das ist kein Parson-Russell-Terrier, das ist ein Krummvolländer. Die haben Trimmfell, sieht man hier ganz schön, dieses lange Fell, das ist abgestorben und das kann getrimmt werden. Und so sieht es nach dem Trimmen aus. Und ich zeige euch jetzt mal, was Trimmen ist. Ich benutze hier ein Trimmmesser, ich kann aber auch mit den Fingern zupfen. Und das ganze abgestorbene Fell, das kann rausgezupft werden. Und nein, man kann das auch nicht mit einem Blower herausföhnen, das muss richtig professionell und fachgerecht getrimmt werden. Hier zeige ich euch das nochmal, das tut dem Hund nicht weh. Die kleine Maus ist zum ersten Mal da, deswegen zittert sie ein bisschen. Aber sie hat das super gemacht und hat es auch überlebt. So sieht sie hinterher aus. Das Köpfchen wollte das Frauchen ein bisschen buschelig haben. Und das ist das frisch getrimmte Fell. So viel kam raus. Übrigens juckt das richtig. Und so sieht die kleine Maus hinterher aus. Na, so schlimm war es. Dann wohl doch nicht. Also, niemals Trimmhunde abscheren lassen, sondern trimmen lassen.